Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sophia Sky und ich bin eine der Top 50 Germany's Next Topmodel Kandidatinnen dieses Jahr. Ich habe einen kleinen Vlog für euch gedreht, als wir in Berlin waren und kurz vor der Auftaktshow waren. Das heißt, ich zeige euch so, was ich davor mache, wie ich mich schminke, was ich anziehe und genau. Dann hoffe ich, euch gefällt das Video und schaut sehr, sehr gerne bei mir bei Instagram vorbei. Auf Instagram werde ich auch viele Q&As machen bezüglich Germany's Next Topmodel und eure ganzen Fragen beantworten und einiges darüber posten. Jetzt viel Spaß beim Vlog, der allerdings in Berlin im Hotel beginnt. Ja, erstmal die Tiefgarage und dann fahren wir zum Frühstücken. Zum Frühstücken? Ich habe was richtig Cooles rausgesucht. Da gibt es so Matcha-Kaffee und alles. Essen wir jetzt schon noch was Gesundes vor dem Auftritt, auf oder? Auf jeden Fall. Wir haben uns ja gestern schon Eis und Sushi gegönnt. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was wir gestern gemacht haben, dann schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Wir verlinken euch dann mal den Vlog. Wir haben nämlich gestern auch einen Vlog gedreht hier in Berlin und da haben wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Wir gehen jetzt zum Brunchen und ich bin noch komplett ungeschminkt und ungemacht, weil ich das erst später mache. Dann kann ich mir viel Zeit lassen im Hotel und da werde ich euch natürlich dann auch mitnehmen und euch zeigen, wie ich mich fertig mache und mein Outfit auch zeigen, was ich anziehe. Jetzt sind wir auch schon da. Was haben wir denn da? Was geht ab, Digga? Ja, man, schicke Jacke. Hallihallo. Die ist echt cool. Hast du auch nervös? Oh ja, also. Lucy hat sich einen Chai Latte bestellt, ja. Dann einmal so einen grünen Smoothie. Oh, jetzt mal wieder viel gesünder. So einen coolen Matcha Latte hat sich der Julian bestellt. Der sieht doch mal Hammer aus, oder? Ja, und jetzt warten wir noch auf das Essen. Seid ihr aufgeregt? Ja. Ich glaube, ich bin aufgeregt als wir. Wir fahren schon ein bisschen früher los, weil um 15:50 müssen wir da sein, wir können um 15:15 losfahren. Das reicht, oder? Ja, das ist ja nicht so weit weg, das ist eine Stunde. Ja, aber trotzdem wir parken und hingehen und so. Lieber ein bisschen früher da sein. Ja, Viertelnacht. Dann seid ihr um 15:15 bei uns im Sheraton, oder? Gut. Nehmt ihr euch uns mit? Ja. Nein. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, okay. Ausnahmsweise. Bis später. Später. Mach's gut. Fertig. Ciao, ciao. So, ich habe jetzt noch Blasenpflaster gerade eben besorgt. Da ich ziemlich viele enge Schuhe dabei habe und wenn man High Heels trägt, dann ist es immer gut, sowas dabei zu haben. So, wir sind zum Hotel. Ich habe gerade geduscht und Haare gewaschen, wie man vielleicht sieht. Und der Julian geht jetzt ins Fitnessstudio ein bisschen trainieren. Genau, ein kleines Workout machen noch vor der Show. Ja, und ich mache mich jetzt fertig. Wir sehen uns im Zeitraffer. Make-up und Haare sind gemacht, mein Koffer ist gepackt und das ist mein Outfit, einfach so eine schwarze high-waisted Hose. Ich ziehe dann später noch High Heels an. Hier habe ich so einen Gürtel mit so Nieten drauf und ein schulterfreies Kamen-Top in Khaki-Cremefarben. Dann habe ich mir noch Locken gemacht und ein dezentes Make-up und ja, jetzt holt uns gleich die Lucy und der Daniel ab und dann geht's ran an den Speck. Dann treffen wir das erste Mal Heidi. Ja, ich bin schon richtig... Ja, eigentlich bin ich gar nicht mal so nervös, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wenn ich dann da bin, vor Ort und dann alles sehe, wie alles aufgebaut ist, ProSieben, die ganzen Kameras, dann glaube ich, dann werde ich schon ordentlich aufgeregt sein. Ja, sag mal, Schatz, was glaubst du, wie wird denn das von unserer Beziehung, wenn du jetzt weg bist? Boah, ich werde dich richtig hart vermissen, auf jeden Fall. Ich vermisse dich jetzt schon. Also wenn du jetzt... Wenn ich glaube, das wird das Schlimmste an der ganzen Sache eigentlich, dass ich Julian vermisse. Ja. Ich kann es nicht für dich sagen, ich sitze nur daheim, ich kann nur die Daumen drücken, ich werde... einfach nur da sitzen und bin mir ganz sicher, dass du das richtig, richtig gut machen wirst. Also heute werden auf jeden Fall die Top 50 vor Ort sein und dann werden halt ein paar rausgeschmissen, morgen dann wahrscheinlich auch. Und dann am Sonntag, also morgen, geht es dann für uns auf Reisen. Wir wissen noch nicht wohin, wir werden für eine gewisse Zeit dann weg sein und wir wissen halt noch gar nicht, wo es hingeht.
Und wir mussten jetzt mal Koffer packen und hatten keinen Plan für was eigentlich. Für welches Wetter oder für welches Land, gar nichts. Also Leute, drückt Sophie auf jeden Fall die Daumen. Fingers crossed. Und schreibt mal, ob ihr aus Berlin kommt. Wer von euch kommt denn aus Berlin? Das ist echt eine coole Stadt. Also, mir gefällt Berlin. So, das war's jetzt auch. Wir werden jetzt gleich abgeholt. Die Kamera dürfen wir leider gar nicht mitnehmen. Wir müssen noch die Handys und alles abgeben. Also können wir jetzt leider nicht mehr weiter filmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und lasst mir sehr gerne ein Abo da. Es kommen noch viele, viele weitere coole Videos, auch um Germany's Next Topmodel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Overdose, slow poke, don't choke. This is a psychosis. Kitty cat boat, it's kicking out.